Hey Brody, spielst du mit Controller das Game? Spielt es sich echt an, aber ich, also ich werde es mit WASD, glaube ich, spielen, weil ich zu faul bin, jetzt gerade den Controller anzustecken. Wieso hast du schon gespielt? Ja, ja. Ich spiele gerade in der, also in dieser Lobby quasi, in diesem Wartebildschirm, bis du reinkommst. Kann ich den, also spiele ich das Tutorial quasi gerade. Also join mal auf. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es zusammen das Tutorial machen. Dann will ich nochmal eine neue Lobby aufmachen, dann kannst du es auch von vorne machen. Kann aber auch sein, dass wir es getrennt machen. Ah, du bist auch da. Siehst du auch gerade die zwei Leute hier sitzen? Ja, ich bin das Dreieck, du bist der Kreis. Das passt. Ja, okay, dann gehen wir nochmal kurz raus. Verlasse diesen roten Kreis niemals, oder? Punkt, Punkt, Punkt. Mr. Beast Video einfach. Wir starten das Game nochmal, Bro, dann kannst du das Tutorial auch von vorne nochmal zocken. Okay. Okay, pass auf. Also kannst du mit P diese Teller hier nehmen und so. Und hier ist es anders als bei Overcooked. Man legt hier den Fisch, guck mal, einfach drauf. Zack, der brät jetzt. Oh. Kevin, aber erstmal Hände waschen. Macht man hier nicht. Also. So, und jetzt musst du das einfach hiermit kombinieren. So, zack. Und jetzt kommt der Gast und du musst auch seine Bestellung annehmen quasi. Er kommt jetzt hier gleich rein, der Atze. Mhm. Und dann musst du mit O musst du die Bestellung annehmen. Ach, hallo. Boah, Bro, ich glaube, ich schließe Controller an, ne? Oh. Wer ist er? Spielst du mit Controller? Ja, jetzt spiele ich mit Controller. Ich mache nochmal Lautstärke. Okay, guck mal, jetzt musst du jetzt, wenn er jetzt hier quasi fertig ist mit Essen, musst du jetzt hier seinen Teller wegbringen. Siehst du das hier? Und musst ihn jetzt, ich mach's jetzt einfach mal, aber du musst ihn jetzt einfach hier reinmachen. Mhm. Dann hier O drücken. Also O ist quasi, sag ich mal, verarbeiten und P ist O nehmen. Checkst du? Und man kann immer nur einen Teller hier in der Waschanlage haben. Also das ist A. Und warte, lass mich kurz herausfinden, wie ich den wasche. Ja, geht jetzt nicht, weil der halt sauber ist. Aber mit O würdest du es jetzt machen. Ja, O gedrückt halten. Ja, ich muss halt Controllersprache, warte. Okay, ja, das die Taste. Es ist X, okay. Und okay, genau. Und das kannst du jetzt einfach auch hier drauflegen, dann werden daraus Pommes. Hier drauf. Digga, so funktioniert Kochen? Yes, sir. Und jetzt kommt ein Atze und will jetzt quasi, der will jetzt Pommes haben und Fisch. Oh. Mach du das mal, weil ich hab's gecheckt schon. Hallo, schönen guten Abend. Ich nehm die Bestellung an. Ja. Fisch jetzt mit Pommes. Du das Essen. Junge, oha, wie schnell. Digga, der wurde einfach geprefired mit seinem Essen. Ah, okay. Jetzt oh, du Scheiße. Was muss ich da drücken? Die Taste ist verklemmt. Ich sehe es nicht. O oder so. O gedrückt. Warte mal. Ach so, du denkst... Nein. Du denkst nicht, dass auf dem Xbox... Auf dem PlayStation-Controller ist das für dich kein O, oder? Nein, Kreis. Aber... Okay. Oh, was? Wer nennt es denn O? Ja, okay. Ey, Bro, das ist übelst geil. Okay, jetzt, pass auf. Jetzt wäre quasi im richtigen Game, wäre jetzt ein Tag vorbei... Und wir können jetzt eine Richtung kaufen für unser Restaurant, Basti. Kevin, ich liebe dieses Spiel. Wir verdienen alle paar Tage ein neues Upgrade. Glückwunsch, du bist bereit, dein erstes Restaurant zu eröffnen. Juhu! Basti, wir haben es geschafft. Kevin, ich liebe dieses Spiel. Nee, ich will lila sein. Ich will nackig sein. Bitte? Warte mal, hier ist Büro. Ist das hier unser Restaurant? Da ist mein Streamingzimmer. Ich schau mir mal ein bisschen hier was an. Hier können wir... Ah, wir müssen uns entscheiden, ob wir in der Stadt, welche Stadt wir wollen. Schau, wir müssen uns jetzt entscheiden. Okay. Wollen wir den hier haben? Guck mal, siehst du das gerade? Ja, sieht gut aus. Oder alternativ haben wir das hier, Basti, was wir als Grundriss nehmen können. Nee, das erste. Ich glaube, das erste war cooler, ne? Ja, ja, weil da ist ein bisschen besser gesplittet. Ja, finde ich auch. So, und dann hier geht's los. Boah, Kevin, warte, komm noch mal ganz kurz mit. Ich geh mal hin. Chat mal, wir sollen Steaks machen, das ist einfacher. Dann switchen wir, oder? Ja, okay. Und dann gehen wir einfach mal rein, Bruder. Einfach mal, Basti, man muss auch einfach mal blind reingehen. Bist du bereit für unser erstes Restaurant, Basti? Nein. Okay. Steak einmal für Englisch anbraten, zweimal für Medium und dreimal für gut durch. Okay, also das ist das Einzige, was wir wissen müssen. Englisch, hast du gehört? Ja, Englisch einmal, genauso wie sie einmal Weltmeister wurden. Zwei für Medium, also Mitte so, und dreimal für gut durch, okay. Ja, okay, let's go. Beginne den Tag. Ich mache jetzt Start, ja? Ja. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt, Basti. Alright, bist du bereit, Basti? Ich bin bereit, ich mache Werbung. Alright, dann let's go. Wir haben geöffnet! Leckere Steaks, English Medium oder gut durch. Alles für jeden ist am Start. Also du musst noch auf Go machen. Unser Restaurant ist noch zu. Alright, okay. Oh mein Gott, der Regen. Oh, hallihallo! Schönen guten Tag. Oh, es sind zwei, es ist eine Gruppe von zwei, Basti. Was wollen Sie? Ich nehme einmal an, pass auf, wir haben... Junge, er schneidet schon. Beide wollen einen Steak, ich weiß nicht genau, wie gut durch. Es sieht aus wie... Ah, nein, ich mach falsch, ich brauch gar kein Geschlechtstest. Ja, einfach draufhauen. So, wie gut durch? Wie gut durch ist es? Ich weiß nicht genau, wir tryen einfach mal. Das hier, oder? Ist es das? Das ist das Richtige. Okay, komm, wir kommen direkt... Hallihallo, wer bekommt das Steak? Nice, 10 Cash, let's go. Wollen Sie noch was zu trinken haben? Wir haben unseren nächsten Gast. Sag mir durch. Der möchte ein... Oh, der will... Das ist gut durch. Ich mach sauber. Ja, richtig so. Nee, das ist es schon. Hallihallo, wer hat das Steak Medium? Danke. Oh, geil. Das läuft gut, Basti. Ja. So, der nächste kommt, Basti. Zweier Team. Ich nehme an, die wollen gerne beide ein leicht durch. Also ja. Englisch bitte beide. Ja, ich mach mal ein bisschen sauber nebenbei. Korrekt. Oh mein Gott, hier drin ist ja richtig dreckig.
Ja, Kevin, die Leute, die wollen hier nichts essen, wenn es so scheiße aussieht. Du hast es verkochen lassen, du Vollhorst. Wie? Du bist da auch genauso gut Koch. In der Ausbildung hast du mich auch schon abgefuckt. Du musst doch warten, warum gibst du ihm denn schon sein Essen, Junge? Ja, weil du mal mitspielen sollst auf Tempo. Ja. Oh mein Gott, holy shit, Digga. Auf letzten Drücker diese Lappen, Alter. Ja, und jetzt verpisst euch. So, okay, wir haben, zack. Hallihallo, junger Mann. So, was gibt's? Ich mach sauber. Oh, er will ein richtig durchgebrutzeltes. Ich nehme das alte hier. Gerne. Dame. Ey, hier, Steaks. Der wird da gerade... Hier, macht mal, Kevin, mal schneller sauber machen. Nice, wir haben es geschafft. Glückwunsch, du hast Tag 1 abgeschlossen. Basti, wir haben insgesamt 34 Euro verdient, Basti. Bro, aber die ganze Wohnung ist voll mit blauen Briefen. Oh, jetzt können wir hier so Sachen kaufen. Forschungsschreibtisch. Okay, warte mal, Esstisch. Okay, wir könnten einen weiteren Tisch kaufen für unser Restaurant. Würde ich erstmal sagen, nicht kaufen, oder? Was denkt ihr, Chad? Mehr Geschirr brauchen wir auch nicht. Was ist hier oben, Basti? Noch einen weiteren Tresen. Wollen wir noch einen weiteren Tresen nehmen? Dann haben wir hier noch mehr Platz. Brauchen wir den schon? Ich glaube schon. Was ist das, ein Kombinierer? Expandier. Warte, was haben wir hier? Blaupause neu wählen. Ah, wir können hier quasi neu rollen, quasi, wenn uns die Blaupausen, die wir gerade haben, nicht gefallen. Oh, das ist RNG, was man bekommt. Ja, anscheinend, genau. Ich würde sagen, lass uns erstmal noch eine weitere Runde spielen und dann sehen wir ja, wo der Schuh drückt, weißt du? Also würdest du jetzt noch nicht upgraden? Ich glaube, ich würde schon direkt für den Tresen gehen. Ja, aber es gibt ja auch so Sachen für 60 und so. Wir müssen ja auch ein bisschen sparen, Kevin. Wir dürfen nicht direkt auf die Fresse fliegen. Ja, okay, fair. Okay, dann sparen wir erstmal. Dann machen wir den nächsten Tag, Basti. Oh, was habe ich? Oh, sorry. Aber wir können es auch umstellen. Guck mal. Was ist das? Bei dem Mülleimer. Du kannst so Sachen nehmen. Du kannst das Waschbecken nehmen. Und oh mein umstellen. Gott, wir können das alles umstellen hier. Wie geil. Ja, dann könnte ich das jetzt auch hier hin? Ach, können Sie die Teller bitte selber abwaschen? Ich meine, Rewrap, können wir das machen? Wir könnten das so machen, dass ich zum Beispiel nur Kellner und du machst nur das Essen. Ja, aber ich glaube, dann musst du aber auch hier in der Küche wischen. Lass das mal gucken, Kevin. Ich mag das Spiel ohne Scheiß. Ich mag das richtig. Das ist ja, genau das, was ich brauche. Geil. Ja, wir fangen erstmal den nächsten Tag an, Bruder. Oh, Restaurant umbenennen, Digga. Oh. Oh, aber, scheiß drauf. Machen wir nächsten Tag. Hallo. Nein. Okay. Schönen guten Tag. Was wollen Sie denn, die Herren? Okay, einmal Basti sehr gut durch und einmal roh, glaube ich. Nee, das ist einmal gebraten, oder? Nee, mehr als einmal. Müssen wir wegschmeißen. Du darfst es übrigens noch nicht abgeben, ne? Die müssen das du gibst ab, du bist Kellner. Okay. Aha. So. Sag, wenn du ready bist. Ja, okay, und boom. Hallo. Wundervoll, easy. Schönen guten Tag, was wollen Sie haben? Basti, einmal, was ist das? Medium, oder? Ich glaube, zweimal durch, ja genau. Kevin, wisch mal die Scheiße weg und den Teller. Ja, ich hol erstmal einen neuen Teller. Ich muss die Teller erstmal reinholen, Bro. Weil sonst kommen die nicht rein. Oh, scheiße, Basti, ich beeil mich. So, zweimal leicht. Wie heißt es denn? Englisch? Wie kann ich den Müll wegmachen? Oh mein Gott. Bro, du musst den Müll rausbringen? Sorry, ja, ich bin ein guter... Hallo, ich bin der Koch übrigens. Ich bereite ihr Essen zu. Gerade noch vor 2 Sekunden den Müll angefasst, aber ich bereite ihr Essen zu. So, ich mach mich hier ready. Du musst auch mit rauskommen jetzt. Das ist doch nur einmal, oder? Nee, zweimal. Was? Nee, das sieht doch genauso aus. Ach so, einmal gebraten. Ja, aber ich dachte 2 Portionen. Schön, Basti, gute Arbeit. Schönen guten Tag, was wollen Sie haben? Einmal durch und zweimal durch. Einmal und zweimal. Also einmal, zweimal, you know? Haben wir, Mann, die Leute sind verrückt nach unseren Steaks. So, okay, ich mach hier mal auch sauber, damit wir hier nicht, weißt du nicht, falls hier, wie heißen die da kontrollieren, ob sauber ist? Ach, ja, die Absocker. Da oben, weißt du, die da oben. Kevin, komm jetzt mal, die haben Hunger, hallo, ja. Ich komme hier, mach du einfach beide. Mach doch mal sauber die Bude. Hallo, wir haben noch geöffnet. Nimm die Teller, wir haben es gleich geschafft, Basti. Nice. Schön, gute Arbeit. Danke dir, mein Messer. Guck mal, oben sehen wir auch so einen Balken. Ich glaube, wenn wir in Tag 5 sind, kriegen wir ein kleines Geschenk. Wie findest du die? Die B&K GmbH? Warte. Wie geht's wie Steaks? Das ist es. Wie geht's wie Steaks? Stark. Den nehmen wir. Und wollen wir diese Poststelle hinten in unser Büro machen? Das ist mir ein bisschen zu unprofessionell. Junge, weg damit, Digga. Das kommt hier hin. So, geil. Kevin, wenn nicht, dann weiter die Notes stacken. Bis jetzt läuft's, Kevin. Never change a running system. Bis jetzt haben wir keine Probleme. Okay, geil. So, was haben wir noch? Wir können halt hier auch eine neue Kochstelle hinpacken. Dann hätten wir 3 Grills. Auch nicht bad.
Oder halt einen neuen Tresen. Finde ich auch echt geil, aber muss ich sagen. Grill ist noch zu früh. Ein Tresen, wenn wir eh irgendwann brauchen. Der kann ja... Ja, ne? Wollen wir den hier machen? Ich würde hier, oder? Na, wo... Ich finde, so ist schon smart, Bro. Alle sagen, wir sollen das Laufband kaufen, Bro. Es muss unfassbar gut sein. Sollen wir es einfach mal auf in blauen Dunst rein kaufen? Es kostet nur 20. Ja, ich meine, die Leute werden ja schon Ahnung haben. Ich kauf mal. It's time to hustle. Mir kribbelt es in den Fingern. Ich muss weiter kochen. Aber wir können noch mehr kaufen. Wir können noch einen Tresen on top kaufen. Brauchen wir nicht. Erstmal... Nein, 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 hör auf! Bro, wer war... Was jetzt, hä? Was jetzt? Vielleicht kommt bald was für 100 oder so. Ein neuer Mitarbeiter. Okay, ja, gut, dann jetzt nächster Tag. Oh, Mann, mich nervt das alles hier. Oh, Big City Life. Hallihallo. Schönen guten Tag. Moino. So, was haben wir hier? Wir haben Basti, wir haben von dem Medium bitte zweimal. Ja. Stellen wir es einfach auf die Durchreiche. Ja. Ich liebe so, eine saubere Küche. So, ich liebe auch eine saubere Küche und einen sauberen Raum, wo die Gäste essen. So, Zacko. Alright, Basti, eine neue Bestellung. Einmal leicht und einmal brauchen wir noch das andere. Ja. Okay, ich guck mal, ob das jetzt funktioniert. Das wäre krass, wenn es jetzt hier drüber geht. Hey, wofür ist das? Das macht gar keinen Sinn. Das ist überuseless. Bro, das ist überuseless. What the fuck? Hallihallo. So, ich habe einmal das alte und der kriegt einmal... Ja. Du musst abwaschen kommen. Ich komm, keine Sorge. Ich komm die nur mal schnell weg, dass die dann quasi... Ja. Ja, Bestellung kannst du, wenn du willst, überbringen. Ja, mach ich. Ich nehme auch gleich die neue Bestellung an. So, er möchte ein leicht gebratenes Basti. Ein Single. Bro, das Laufband ist ja übertrieben scheiße. Ey, wir können das Laufband hier hinsetzen, wo gerade das ist. Dann haben wir die Durchreiche quasi zwei. Checkst du? Ja. So, schön. Ah, wir haben es fast geschafft. Das ist gerade noch easy. Da will jemand ein Medium, kannst du haben. Wie geht's Ihnen denn ansonsten? Schon ziemlich spät hier für Wie geht's wie Steaks. So. Und Basti, damit haben wir unseren letzten Gas geschafft. Nein, wir haben es geschafft. Oh, wie viele Sterne kriegen wir? Ja, müssen fünf. Wait, what? Eins? Ist unser Ray. Ach, wir sind jetzt ein Sterne. Ah, ja. Du hast recht, wir sind ein Ein-Sterne-Restaurant von fünf. Okay. Wir können aber noch upgraden. So. Oh, wir können jetzt was auswählen, Basti. Wieder eine Upgrade-Karte, um bessere Belohnung zu verdienen. Tipp. Aktive Karten können jederzeit im Pausenmenü angezeigt werden. Okay. Also, wir können entweder wählen, Sauerei bedecken, größere Bereiche, warum Essen fallen lassen, wenn man es werfen kann. Oder Käsebrett als Nachspeise hinzu. Bis zu drei Kunden können das sich jeweils teilen. Das ist mehr Cash dann. Ja, wir brauchen was mehr Geld. Was heißt dieses -15%-Ding? Was heißt das? Weniger Kunden? Oh ja, das kann sein. Weil wir dann quasi länger die Kunden haben. Wir haben dann länger einzelne Kunden. Oh mein Gott, ich hab noch Essen! Wir haben länger einzelne Kunden. Aber, also die bringen dann quasi mehr Geld vom Ding, checkst du? Mm. Aber wir kriegen halt weniger Kunden insgesamt. Ich glaube, wir sollten das linke nehmen. Aber was bringt es uns? Warum Essen fallen lassen, wenn man es werfen kann? Sauereien bedecken größere Bereiche, ist doch kacke. Also weswegen sollten Sauereien größere Bereiche für uns bedecken sollen? Ja, dann lass rechts nehmen. Ja, lass mal. Also, gibt's jetzt auch ein paar Käsebretter. Du musst nach rechts drücken, Basti. Junge, Cashflow. Boah, big, Digga, big. Oh, let's go, Basti. Zweiter Tag. Vierter Tag. Vierter Tag, Bro. Tag 4. Boah, ich muss heute vielleicht viel schnippeln. Junge, hallo, wie geht's Ihnen? Er kommt hier übelst reingekrüppelt. So, was möchtest du denn haben? Einmal Medium, Basti. Medium. Schaltest du mich dann hier hin? Ja, hallo, ne? Ich bin der Koch. Digga, schnellster Service, heilige Scheiße. So, er hat noch kurz hier in die Ecke gepisst. Danke, Bro, beste Mann. Wollen Sie nicht vielleicht noch eine Käseplatte? Einmal Medium, einmal komplett durch. Sag einfach immer nur, lass am besten immer nur 2-3 sagen. Okay, 2-3. Kannst du mir die hier draufbringen? Klar, Chef. Hallo, wollen Sie eine Käseplatte haben? Käseplatte, gibt's jetzt neu im Angebot? Mann, ihr... Digga, warum wollen die nicht? Was ist denn mit euch? Mann, oh! Sauer, Alter. Wir haben vollkommen falsch investiert. Okay, 1 und 2. Nee, 1 und 3, glaube ich. 1 und 3. Nee, 1, 2. Ja, ich kann es nicht ganz zählen. Naja, deswegen bin ich ja auch der Koch geworden. Achso, das ist 1 und 3. Ja, perfekt. So viel dazu.
Schön. Wollen Sie eine Käseplatte haben? Käseplatte, neu im Sortiment. Haben wir neu im Angebot? Mein Junge, was ist denn mit denen? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab richtig schlechte Laune. Digga, warum haben wir denn die scheiß Käseplatte geskillt? Keiner will die, Digga. Was soll das? 2-3, I guess. So, schönen guten Tag. Hier, zack, ihr Essen. Boom. So, ich meine Käseplatte. Käseplatte. Haben? Käseplatte, neu im Angebot. Mann, Junge! Digga, was, die wollen die nicht. Die denken, die ist schlecht. Keine einzige. Ah, komm. Digga, wir haben nicht eine Käseplatte vercheckt. WTF? Boah, das Game ist geiler als Overcooked, finde ich. Finde ich auch. Wenn man so ein Restaurant upgradet, Digga. Das ist häufiger spielen, das ist nicht nur ein One-Time-Thing. Mhm, finde ich auch. Schönen guten Tag. So, Basti, wir brauchen einmal zwei und einmal drei. Und hier hat schon wieder jemand hingepisst. Sorry, ich kann mich nicht halten. Käseplatte, wie sieht's aus? Wollen Sie eine Käseplatte? Oh mein Gott, Digga. Nein. Kann ich die Leute auch wieder rausschicken? Kevin, wir brauchen das Geld. 2, 2, 2, 2. Ich glaube, wir bräuchten eine zweite Spüle tatsächlich auch, weil es kann da immer nur ein Teller rein. Ja, fair, fair. So, weil okay, ich will den Teller jetzt einfach auch mal so da einfach lassen. So, Lil Bro will keine Käseplatte auf Chillo. Ja, die nehmen sie nur, wenn sie alleine sind, wenn sie zu dritt sind. Ey, wasch doch nur den Teller ab, wenn wir auch wirklich einen neuen brauchen. Ansonsten ist es doch eigentlich verschwendet. Wir haben genug Teller, um den ganzen Tag ohne einmal abwaschen zu können. Ja, aber dann kannst du die nicht stacken. Ja, ist egal. Dann bleibt der aber auf dem Laufband da hängen. Ach so, so mäßig. Ja, okay, check. Oh ja, eins, by the way, sorry. Gerne doch. So, wollen Sie Käseplatte? Perfekt, Digga, er pisselt in die Ecke, Digga. Ein Double Pissel. Ne, wir haben auch kein Klo. Mein Kumpel kommt gleich zu Ihnen. Hallo, grüß Sie. Hier, wollen Sie einen dreckigen Teller? Oh, sorry, Mann. So, wollen Sie eine Käseplatte? Wollen Sie eine 3 haben? Er pisst schon beim Reingehen, Digga. Sorry, Alter. So, schönen guten Tag, was wollen Sie haben? 1 und einmal 3. Ich mach schon mal die Dings drauf. Ja, nur 1. Und mach die Piste schon mal weg. Das Dreier liegt. Ich hab keinen Platz. Ich kann ihn nicht irgendwo hinstellen. Kümmere dich mal um das 1er. Dass es auf den Teller kommt. Ich mach hier die Teller sauber. Boah, Junge, wir müssen jemanden einstellen, der nur abspült, Digga. Abspülen nervt ja übertrieben. Hallo, 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 ja. Bring schnell. Oh mein Gott, safe. Gute Arbeit, Basti. Good job. Mann, pissen Sie nicht überall hin. Ich glaub, du hast selber... Käseplatte! Oh, mach eine! Holy shit, was ist denn hier? Boom, Alter! Schnippel auch! Käse, alles schneiden! Hier, Butz! Nein, schneiden! Nein, der Käse muss nicht geschnitten sein! Ich kann den Teller nicht weg! Ich hab! Hier, Käseplatte! Oh mein Gott! Junge, ich fass es nicht, let's go! Meinst du, es hat den geschmeckt? Ich glaube, die fanden es übel geil. Hier ist das Brett. Das müssen wir auch nicht sauber machen. Das nice, jetzt wir haben's! Ja! Let's go! Wir können uns jetzt entscheiden, Basti. Ob wir eher exklusiv oder formell sein möchten als Restaurant. Boah, wie geil, Digga. Gäste müssen sich glücklich fühlen, überhaupt in das Restaurant gekommen zu sein. Oder formell, konzentriere dich auf hohe Standards und erwarte das auch von deinen Kunden. Ich habe das Gefühl, exklusiv ist viel cooler. Ich meine, wir sind doch ein schickes Restaurant, oder? Oder sind wir so ein... Guck mal, sind wir so ein Restaurant, wo Leute hingehen für ihre Business-Meetings? Ja. Oder sind wir so ein Restaurant, wo Leute sagen, wow, das schenke ich meinem Partner zum Geburtstag? Beides eigentlich? Ja, aber bei exklusiv. Ich würde sagen, links, oder? Wir sind so ein Geschenk. Und zu uns zu gehen, das ist quasi, beflügelt deine Sinne. Dann brauchen wir auch so Entertainment. Ja, können wir ja, dann stellen wir irgendwie, weiß ich nicht, stellen wir irgendeinen Atzen dahin, der soll. Sterne-Restaurant, Digga. Mit so Clown, der so Luftballons faltet, Digga. Und so Hunde draus macht. Ja, guck dir McDonalds an. Ja, okay, fair. Sterne-Restaurant. Digga, irgendwo müssen die ja hin. Ja, komm, links. Ja, geil, okay, jetzt sind wir ein exklusives Restaurant, Basti. Guck mal, ich habe jetzt erstmal eine Laterne. Wollen wir die so über den Tisch zimmern? Geht das? Ja, die kostet nichts. Oh ja. Ja, die Pflanze, guck mal, die Pflanze pusht auch nochmal Geduld. Guck mal, geh mal kurz beiseite, Bruder. Ich finde die Lampe hier so über dem Tisch, ist geil, oder? Ja, voll, passt. Das passt voll zu unserer Handschrift. Boah, viel besser, oder? Ist ein Upgrade. Ja, passt. Ich bin für das hier, das ruhige Gemälde. Das ist krass. Ja, dann let's go. Das haben wir auch zweimal. Dreimal. Okay, Chad findet den Sandboden kacke. Sollen wir uns für den Holzboden entscheiden? Ja, mach mal Holz. Ja, mach Holz. Holz, ein bisschen rustikal noch. Aber das sieht ein bisschen aus, als wäre das so dreckig, Digga. Ich fand Sand schon cooler. So. Und Boss. Dann machen wir den hier hin, oder? So ist doch besser. Bei uns ist doch egal, wie es aussieht. So rum ist doch viel cooler. Ja, stimmt. Das ist ja auch die Arbeit. Das ist ja das Geschäft. Ja, würde ich auch sagen. Guck mal, ruhiges Gemälde haben wir dreimal. Rechts in der Küche ist es auch zweimal. Das ist überhaupt nicht selten, kann es sein? Jetzt ja. Joa, finde ich cool. Digga, oh. Jo. Junge, krank. Bro, wenn die eine anrührt, ne? Ich glaube, nee, pass auf, Kevin. Die steht ein bisschen im Weg. Die muss mehr
so ein bisschen auf, wir dürfen nicht zu sehr so, yo, wir haben eine krasse Statue, sondern ein bisschen auf Low-Key-Flex. So ein bisschen bei uns vom Büro auf. Wir sind schon länger dabei. Okay, schau mal links, Bro. Wir haben jetzt so neue Sachen freigeschalten da. Wir haben jetzt höhere Geduld, weil wir jetzt einen Diamant haben. Und wenn wir nochmal 3 Diamanten quasi, also nochmal 3-mal Luxus irgendwie kaufen, dann kriegen wir mehr Geld pro gelieferten Artikel. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ich liebe dieses Spiel, Kevin. Es ist unfassbar geil, weil es auch nicht zu viel ist. Übelst geil. Unfassbar gut. 11 Euro. Oh, da kommt wer. Schönen guten Tag. Wir haben heute übrigens eine Käseplatte im Angebot. Die schmeckt übertrieben scheiße. Haben Sie die Statue schon gesehen? So. Basti, wir brauchen 2x2. Ich mach mal hier deine Pisse weg, die du hier gerade produziert hast. Schön, Basti. Ich mach hier... Das ist ein Stammkunde. Der kommt hier. Okay, einmal wieder. Eins, bitte. Oh, die wollen eine Käseplatte, Basti. Eine Käseplatte, ich seh's doch. Ich seh's doch in deren Augen. Boom, 2 Käse... Ah, nee, nein, eine Käseplatte. Ich kümmere mich um die Käseplatte, glaube ich. Ja, ich mach hier. Oh mein Gott, let's go. Wir haben es geschafft, Freunde. Boah, Käseplatte geht unfassbar schnell auf. Schön. Hier, Ladies and Gentlemen. So. Ey, wir brauchen einmal 2 und einmal 3. Kommt, mein Bester. Kevin, wir sind ein super Team. Wir sind ein 1-Team, Junge. Schön, okay. Boom. Ey, wie lange brauchst du für das nächste? Ist schon perfekt, da, mein Bester. Junge. Oh mein Gott, schnellstes Restaurant-Chat. Wie geht's wie Steaks, Freunde? Ist das neue Upcoming Restaurant? Ich weiß nicht, ob wir uns daran orientieren sollten, ne? Aber. Ey, wir brauchen einmal 2 und einmal 3, was? Und das gleiche nochmal, bitte gleich. Gib schon mal ab, ja? Ja. Du musst hier einmal ein bisschen... Hier vorne sauber. Ey, ich glaube, ich bin so ein bisschen Loki der Kellner, Basti. Ich glaube, das ist wirklich eine smarte Aufteilung gerade. Ja. Achtung, Kevin. Ey, hier schläft jemand. Was heißt das? Der wartet, um reinzukommen. So, jetzt. Mach du die Steaks. Warte, ich mach dich mal auf den Ofen. Pissen die alle in den Laden? Ja, wir haben keine Toilette. Ah! Schnell. Nice, schön. Käseplatte. Oh ja! Basti, die wollen eine. Verzeihung für die Verspätung, wir sind ein bisschen nervös. So, schön. 1A, Basti, good job. Supi. Nico, danke dir für 5 Worte. Okay, wir sind jetzt 2 von 5. Let's go. Okay, wir müssen eine neue Entscheidung treffen, Basti. Entweder wir kriegen mehr Gäste vor Geschäftsschluss, also am Ende, oder wir kriegen Pilzsoße dazu. Ich glaube, da kriegen wir mehr Geld. Dauert länger, aber jeder Topf enthält mehrere Portionen. Das heißt, wir können einen dicken Topf machen für den ganzen Tag. Ja, ist schon cool. Das ist so das Erste, was ich dann machen würde. Aber dann kriegen wir noch mehr Zutaten. Ich würde erstmal sagen, lass uns doch lieber zum Schluss mal Rush Hour mitnehmen. Dann machen wir links, würde ich sagen. Rusher. Und jetzt erstmal nochmal eine Statue kaufen. Würde ich auch sagen. Boah, wir haben richtig mad Cash gemacht. Gute Arbeit, Bro. Bro, jetzt kommen langsam die Neider. Kevin, scheiß drauf. Bro, Basti, das hört sich übelst OP an. Was ist das? Lass das safen, aber die Statue kaufen. Du weißt selber, die Leute wollen was. Kauf die Statue, Digga. Stell die einfach da auch ins Abstellzimmer. Scheiß drauf. Nein. Wir müssen schon ein bisschen cool bleiben. Ja, Mann. Boah, Digga. Guck mal, jetzt haben wir könnten jetzt auf 9 gehen. Schlangen verhindern das Sinken der Tisch. Geduld. Ja, oh, also wenn wir draußen eine Schlange haben, dann warten die Gäste innen drin länger, glaube ich. Ja, das aber bedeutet was das. Ist das Ding daran? Also ist das so, bei 12 ist dann Krokodil oder was? Ich kaufe die mal auf blau, Digga, scheiß drauf. Wir try mal. Okay, jetzt lass uns mal endlich wieder. Nächster Tag, Chef. Ah, nee, ich muss noch, sorry. So. Hallo, es regnet. Kommen Sie schnell rein, lecker Käseplatte. Oh, schönen guten Tag, der Herr. So, was wollen Sie denn? Wir wollen einmal ein 1 und einmal 2, Basti. Gibt's sofort. Bruder, wie pronounce Sie denn Servietten? Servietten? Ganz normal, wie jeder andere auch. Servietten? Nee, einmal mehr noch. Hallo, ich bringe hier Essen gleich vorbei, aber vorher bringe ich es noch dreimal im Kreis. Basti, wir müssen uns beeilen, langsam. Es wird langsam hier ein bisschen knapp. Das ist wieder das Falsche. Das war nicht absichtlich, sorry. So, schönen guten Tag. Hallo. Hier, Zacko, Butz. Kannst du einmal den Abwasch machen? Aber ich mache ihn von hier. Ey, willst du den einfach? Sollen wir den einfach gleich hier hinstellen? Dann kann ich den Abwasch von hier machen. Ja, aber das ist doch Upturn für die Kunden. Kevin, das ist nicht gut, was du hier machst. Sorry. Ich hol's mir ja selber raus. Wir brauchen einmal noch 3 jetzt. Schnell bitte. Danke. So, und Käseplatte, Ladies and Gentlemen. Käseplatte. Ah, Versager. Du machst eine Riesensauerei.
Oh, Rush Hour, Rush Hour, Rush Hour, Rush Hour. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Wir haben noch geöffnet. Wir brauchen eine 3, wir brauchen eine 3. Schnell, bring rein, bring raus, meine ich. Hallo, Käseplatte noch, hä? Oh, die 2 von heute Morgen kann ich noch hier abgeben. 1, 3, 3. Okay, ich mache hier noch die Pisse weg von den Kunden. Käseplatten heute wieder, also ich weiß nicht, was mit den Leuten ist, ne, aber... Bruder, keiner will die Käseplatten. Hat ein bisschen auch was mit Respekt, finde ich, zu tun. Ja, ist so. Nee, du kommst in ein schickes Restaurant und bestellst keine Käseplatte. Wer bist du? Ein Niemand. Geil, on, Bruder. Haben wir gerockt. Ein Esstisch? Oh, wir können halt legit einen weiteren Tischchen packen, Bro. Dann geht der Hasse halt los, ne? Müssen wir halt den nach da machen, genau. Schön vors Büro. Ja, lass machen, oder? Ja, Kevin, komm, let's hustle. Putzen, boah, Junge. Boah, Digga, Alter, jetzt wird das Cash maximized, Freunde. Christini ja. Kaufen? Ja, mach. Boah, das ist echt schwierig. Wie placet man das? Hä? Ach, das können die sich selber nehmen oder so. Warte, ich mach das hier. Dann nehme ich mir das, dann bringe ich das denen so. Junge, das Game ist so geil. Das ist unfassbar, Digga. Das ist ja so geil. Nächster Tag, Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Ich bin so nervös. Das sieht schon echt schön aus eigentlich. Vielleicht machen wir das, den Tisch hier, wo ich jetzt gerade bin, noch eins nach Gib ihn sofort, Grissini. Ja, mach ich, warte. Hallo, schönen guten Tag, der Herr. Hier einmal ein paar Salzstangen. So, er hätte ganz gerne eine 1 passen. Junge, OMG, wie schnell. Digga, der musste halt 2 Sekunden warten. Bro, Alter, wie schnell. Ich hab dir halt den neuen Teller bereitgestellt. So, warte mal. Hier, ich krieg wieder ein paar Salzstangen, Ladies and Gentlemen. So, wir wollen 2 mal eine 2, Basti. Oh. Ich geb schon mal ab, ja, du bist ja eh gleich da. Perfekt. Wollt ihr noch eine Käseplatte? Ja, wirklich so bodenlos. Respektlos. Warte, ich bringe ihm auch noch ein paar Salzstangen. Was, sie haben gar nicht so viele Salzstangen, sehe ich gerade. Guck mal, die Salzstangen sind gleich leer schon. Ja, sein Essen ist auch schon fertig. Digga, hier, viel Spaß. Hey, aber Salzstangen nimmt er trotzdem mit. Digga. To go. Handtasche eingepackt. Er nimmt ganze Becher mit. Vielleicht sind wir bald in der Zeitung. Guck mal, ich hab ihn geprefired mit dem Gruß aus der Küche hier. Er kommt nicht mal ran. Digga. Was soll er denn haben? Eine 2. Bei 2 musst du halt immer aufpassen. Weil die ist am schnellsten fertig. Verstehe. Digga, stell dir vor, der Kellner würde einfach durch die Theke die Teller abwaschen, Junge. Digga, imagine. Kevin, das ist Quatsch! Sorry. Oh, jetzt ist voll, Basti, jetzt ist voll! Ach du Scheiße! Basti, gib Vollgas! Wir brauchen noch eine 1. Schnell. Wie lange brauchst du für die 1, Junge? Mann, HDF, du hast mich doch verarscht! Wie HDF? Jetzt die 1! Ja! Oh Gott, knapp. Jetzt noch eine 1. So, jetzt eine 1 und eine 3. Junge, wie sieht denn die Verkaufsfläche aus, Mann? Mann, die pissen ja auch in die scheiß Wohnung, Alter. Habt ihr Manieren oder was? Wir brauchen dringend Servietten. Ja, wir brauchen unbedingt Servietten, Junge. Die pissen ja alles voll, die Vollidioten. So, was willst du haben? Oh, ja, natürlich eine 3. Jetzt mach dir eine 3, komm, scheiß drauf, Digga. Mann, ich hab langsam Feierabend. So, zack. Ah, die Pizza mach ich nicht weg, Digga. Machen wir nach dem Feierabend. Mach nach der Schicht hier, komm, wir gehen raus. Käsestangen, willst du noch irgendwas haben? Käseplatte, wollt ihr? Käse, nimm doch Käse, nimm Käse, hä? Du bleibst hier, du nimmst eine Käseplatte, Junge. Junge, du gehst nicht, nimm die Käseplatte, was ist mit ihm? Hä? Okay, wir haben den Tag geschafft, good job. Wie kann ich mich umziehen? Halten, um Verschüttungen umgehend zu reinigen. Guck mal, aber ich mach das hier, okay? Kevin, wir haben's. Und dann machen wir... Der was Pisser. Ist? Wischer. Was ist das genau? Halten, um Verschüttungen umgehend zu reinigen. Ja, kauf die Servietten. Ja, wir müssen den Pisswischer holen. Alter, das wird ja richtig komplex auf einmal. Bro, wir haben jetzt einen Gruß aus der Küche, Salzstangen. Wir haben Servietten, die wir vorher den Leuten noch bringen, damit die uns nicht in die Bude pissen. Jetzt pissen die in die Servietten rein oder so. Digga, wir haben 3 Tische, Bro. Es wird ja so komplex auf einmal. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier oben aussieht. Sieht cool aus hier, oder? Es ist eine schöne Sache. Das hat mir schon ich eigentlich Tag. Auch. Ich finde auch, das sieht eigentlich ganz cool aus hier. Ach, Hallihallöchen. Servette. Schönen guten Tag. Servette. Ach so, ja, oh mein Gott. So. Hier.
Okay, er möchte zwei haben, Basti. So, während unser Koch ihn zubereitet, haben wir ihm noch ein paar Salzstangen gebracht. Ja, sorry, dass es so lange gedauert hat. Und hier ist das Essen. Zack. So, und jetzt können sie sich auch verpissen, außer sie wollen eine Käseplatte. Okay, perfekt. Zweimal drei. Boah, doppelt drei. Hast du noch einen Wunsch oder was, Mann? Gibt nur dich auf der Welt. Das ist die Ecke der Schande, Junge. Was? Kein Dreiertisch. Ja, es kommen auch gerade keine Dreierkunden bei uns. Hallo, ich bin der Koch. Oha, der Koch kommt selber raus. Oha. Oh, sorry, ich hab mich angenommen. Warte, ich mach. Digga, der Mob ist ja scheiße. 3 und 1. Schön, jetzt können sie sich auch verpissen langsam. Außer sie wollen eine Käseplatte. Was ist denn los mit ihnen? Muss ich mit ihnen? Guck mal draußen. Oh mein Gott, was ist da draußen los? Oha, was geht jetzt? Was ist die Rush Hour? Schnell, 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 schnell. Wir müssen abwaschen. Hallo, ich bin der Koch. Ey, wir müssen den dreckigen Teller, Basti, den dreckigen Teller. Ja, dann mach doch! So, was willst du? Eine Käseplatte, Basti, rare! Schuss, ich mach die Käseplatte. Mach du das, was die wollen. Ey, hier, wir haben noch eine Käseplatte jetzt. Der Apfel liegt oben! Auf einmal wollen sie alle! Letzte Woche, wo im Angebot war, war keiner da, Basti. Junge, das ist das Laufband für die Waschmaschine, Digga. Was ist los mit dir? Was willst du denn? Du weißt nicht mal, was eine Waschmaschine ist! Shut the fuck up! So. Käseplatten! Ja, komm, warte. Mach du die Käseplatte, ich wasch ab. Wie? Na, was? Willst du mir jetzt sagen, weil jetzt zwei Tische keine Käseplatte rechtzeitig bekommen haben, mussten wir zumachen, Digga? Katastrophe. Nachdem Kunde nicht bedient wird, Restaurant muss wegen wütender Kritiker schließen. Ach so, aber dass die Kunden uns in die Bude pissen, ist kein Problem gewesen. Da hat sich niemand beschwert. Aber wir bringen Käseplatte 2 Sekunden zu spät, Bruder. Laden muss zumachen. Die haben zu lange draußen gewartet. Scheiße. Denkst du, ist es vielleicht smart, dass wir keine Steaks verkaufen, Basti, sondern Salat? Ich meine, wir können halt jetzt ein bisschen versuchen, die jüngere Zielgruppe ein bisschen, sag ich mal, für einen healthy Lifestyle zu stehen. Ich glaube, Spüle war größtes Problem. Ja, Spüle war richtig krass. Spüle war unser mit Abstand größtes Problem, Bro. Ja, hast recht. Basti, was hast du für ein Outfit an, Junge? Was willst du von mir? Bro, seitdem die Kritiker unseren Laden dicht gemacht haben, wir dürfen nicht genauso aussehen wie vorher. Die Leute wissen doch, wer wir sind. Oh, fair. Aber ich will heute der Hotdog sein. Nee, scheiß auf die Kritiker, Digga. Ich bin jetzt der Hotdog, so. Alle schreiben Saladen. Ich weiß nicht genau, wie viel zu denen. Weil es ein Laden, wo es Salat gibt, ja, verstehst du? Saladen, Digga. Buchungstisch. Oh mein Gott, guck mal, wie weit ich laufen müsste. Können wir den Tisch auch hier hinstellen? Ja, Bro, was ist das denn hier so auf geheime Pokerzimmer oder was? So ein hipper Laden, den wir haben. Alright, let's go. Oh, ich bin nervös. So, Basti, dann machen wir es mal, wa? Dann machen wir es mal. Guck mal, ich lächle die Leute direkt, wenn sie durch die Tür kommen, an. Rein, ich lächle sie sofort an. Alright, so, unser erster Kunde ist da. Hallo, Sie sind unser allererster Kunde. So. Ein Salat, kommt! Ein Salat, bitte, Basti. Piss und friss. Weiß ich nicht. Nee, einmal nur. So, und weg damit. So, hier lassen Sie es schmecken. Wir haben leider noch keine Käseplatte. Aber schmeckt's, kommen Sie gerne ihn? Noch mal wieder. So, der möchte hier einmal Salat mit Tomate. So, ich nehme das mal weg, bevor du so Tomatensuppe machst. Ich habe 3,5 Jahre diesen Job gelernt. Damit ich jetzt am Ende nur ein paar Gemüse... Was, die waren Salat? Was denn? Du hast sie doch in der Hand! Was sollst du sagen? Du hast 3,5 Jahre den Job gemacht, damit du... Ja, damit ich jetzt hier nicht Scheiße mache, hol den leeren Teller da raus! Warte, ich stelle den ganz kurz bei Ihnen ab, warten Sie! Mein Kellner ist nämlich komplett problematisch. So, langsam wird er sein Essen haben, Basti. Ja, Stopp. Dann nimm's dir! Hier kann ich abstellen, Basti, hier machen wir den Weißen weg. So, alright, putz. Okay, wir haben zweimal Salat. Dann hau mir nicht die Arbeitsfläche voll! Hier, und hör auf, selber zu schneiden! Nochmal, schön. Und boom, bitte gehen Sie. Ich glaube, wir haben den ersten Tag geschafft, Basti. Ja, war doch ein erster stabiler Tag. Ja, meine Nerven sind auch geschafft, ey. Das war stabiler erster Tag, meine ich. Das war doch geil. Ja, Mann. Ich habe übrigens gerade gepupst, aber ich hoffe, als werden wahrscheinlich die Kunden gleich nicht mehr riechen. Komm, mach jetzt nächsten Tag. Ja, nächster, komm. Wir probieren jetzt mal aus, wie es so ist.
Was kann ich mit dem Telefon machen? Ey, ich rufe hier Leute an. Alter, was? Ich mach übelst Cash. Digga, weil du... Jetzt kommen die Kunden! Ach so! Yo, 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 mach mal schnell den Salat ready. Mach mal schnell Digga, ich hasse dich! Gib Stoff, gib Stoff! So, einmal nur Salat, einmal nur Salat. Ich mach, du musst nichts machen, okay? So, nächster dann. Alter, wir müssen uns beeilen, der Laden macht gleich zu, Basti. Wir haben gleich den Laden verkackt. Ja, wir sind bankrott, wir sind bankrott! Basti, hallo! Mach den Salat weg! Noch nicht! Never surrender! Digga, ich hau dir den Salat, guck mal hier! Hier, ich mach den einzelnen. Ey, will Salat. So, jetzt und jetzt, verpiss dich! So, schneller, Kevin! Mach hier weg, schön. Digga, du wisch nicht ab! Hier müssen Sie mal kurz den Salat tanken, den Tisch. Wir brauchen zweimal einzelnen Salat. Ich brauch, du brauchst keinen Teller stellen. Noch einen bitte. Ich mach hier. Nie wieder, wir stellen die Spiele sofort woanders hin. Nimm den scheiß Teller hier. Einmal Salat noch, Schnauze. So, machen wir jetzt einen Salat, Digga. Nee, mach ich. Junge, verpiss dich doch mit deinem Teller, lass mich das doch machen. Mann, Junge. Olle Ronny hier. Boah, Digga, nein, das ist das größte Chaos, ich mach das nicht mehr. Das ist so scheiße gerade. Das ist so scheiße. Hier. Ey, wir haben es aber geschafft. Ja, Bro, wo soll ich denn mit dem Teller hin? Ich kann hier hinten nichts machen. Nein, wir sind durch. Ich hab den Takt geschafft. Digga, nimm sofort diese Scheißspüle und bring die hierher. Ja, die Spüle ist scheiße hier. Niemals. Okay, was haben wir neu? Oh mein Gott, was? Den Forschungsschreibtisch. Damit können wir Shit upgraden. Lass kaufen. Ja. Die Boner-Maschine. Alright, nächster Tag, let's go. Boah, das Game ist übelst geil, Digga. Das ist richtig geil. Okay, Basti, unser erster Gast kommt. So. Dann, der Maestro möchte einmal mit Tomaten haben. Mach's einmal fertig, ne? Kannst du ihn mal kurz rausbringen? Ist er noch nicht so voll bei uns? Klar, hallo, ich bin der Koch. Und wähl mal einmal das Telefon, dann kommen neue Gäste. Ja, okay, die Spiele ist jetzt abgegradet. Ja, dann kriegen wir aber weniger Geld. Nein, wir kriegen mehr Geld. So, ich rufe mal die nächsten an. Boah, Bruder, aber gerade ist unser Setup übelst geil. For real. Ja. Ich werde so massiv unterbezahlt. Digga, meine Katze einfach. Kevin, es kracht richtig. Oh, Basti, schnell. Ja, weil du auch das Telefon wieder, Mann. Oh, jetzt ist uns beiden. Ach, schnell, ach so. Salat. Ein nochmal, nur grün, nur Salat. Schnell, Basti, schnell. Der Laden muss uns zumachen. So, und jetzt verpissen sie sich aber ganz schnell. Raus. Aufessen. Oh. Basti, wir schmeißen das Telefon nicht weg. Come on, Kevin, jetzt bitte nichts mehr anrufen. So, das Telefon, Basti, hat einmal geklingelt. Okay, nice. Und bitte einmal gehen, so. Ah, kurz mal spontan hingepisst, der Kollege. Oh, sorry. Entschuldigung. Gut, aber Bro, das war gut. Okay, zweimal mit Tomate jetzt. Ich rufe niemanden an. Super. Ja. Okay, dann haben wir einmal eine Tomatensalat. Sorry, willst du noch die Spüle upgraden? Oh ja, oh mein Gott, ja. Guter Call. Holy shit, Chat ist auch schon am Durchdrehen. My bad, gar nicht gesehen. Guter Call, Jungs. Ja. Hab. Der Tag ist vorbei, Basti. Ja, wir hätten auch ehrlich noch ein, zwei Mal das Telefon wählen können. Okay, wir haben unseren ersten Stern. Schön. Okay, wir können jetzt von gemütlich, also entweder wir machen gemütliches Essen, da brauchen die Leute länger, oder wir machen Oliven dazu. Und Zwiebeln, nein, links, oder? Ist doch viel geiler. Ja, ich würde auch sagen, oder? Links, rechts ist nur mehr Arbeit, würde ich auch sagen. Lass links nehmen, easy.
Ey, sollen wir die Spüle drin lassen für noch eine Runde und die nochmal upgraden? Ich glaube, das geht nämlich. Ich guck mal. Ja, ist, oh mein Gott, Hochleistungsspülbecken. Die wird ja jetzt teurer auch, ne? Die wird auch teurer dann. Ja, aber ist doch gut. Ich würde sagen, wir gehen full einfach mit der. Kevin, ich will noch einen Tresen haben. Nee, Basti, wir gehen für den Esstisch, würde ich sagen jetzt. Hier noch einen Esstisch hier in die Ecke rein, einen Zweier-Esstisch hier. Oder? Guck mal, die Leute bleiben ja jetzt länger. Die lassen sich ja auch jetzt mehr Zeit. Was ist los? Warum stehst du da so in die Ecke? Ist alles okay, Basti? Geh weg. Warum? Ich will mehr Platz haben zum Schneiden. Du hast genug Platz. Bro, hier stellst du deine scheiß dreckigen Teller aber nur hin. Ja, aber dann mach die doch einfach sauber. So, wir kaufen jetzt hier den Esstisch und jetzt Ruhe im Karton. Junge, nein, lass das Telefon, wo es war. Alright, unsere ersten Gäste kommen. Ich ruf noch einmal an hier, um ein bisschen zu beschleunigen. So, das Ding ist, es bringt uns halt übertriebenes Extra-Money, Bro. Das ist richtig smart. So, wir brauchen ein paar Salate. Du redest ja auch nur mit den Leuten und denkst ein bisschen heile Welt. Hier hinten brennt die Stube. Das ist so geil, dass ich nur der Kellner bin. Ja! Ich upgrade kurz noch. Oh, die lassen sich richtig viel Zeit. Guck mal, wie lange die essen, Junge. Oha! Kann ich dir irgendwie einen besseren Call geben mit Salat oder ohne Salat? Ja, Kevin, perfekt. Ja, Digga, du weißt schon. Ob mit Tomate oder ohne? Ich sag einfach mit Tomate und ohne. You know? Ja? Zweimal mit Cola oder Vodafone. Einmal mit. Oh, sorry, ich hab gechockt, mein Bett. Nicht so, ja. Ja, gute Arbeit. Gut gerettet, Bruder. Danke, Mann. Mein Bett. So, ich rufe jetzt Leute an, ja? Aber wir haben es geschafft. Wir sind durch. Das war der letzte. Geil, war ein guter Tag. Super. War erfolgreich. Upgrade. Upgrade. Ich hab schon maximal geupgradet. Mehr können wir nicht. Boah, klingt. Boah, ich okay, geil. Wir haben 67 Alter. Dollar gemacht, Bro. Ich guck mal, welches Level wir die jetzt haben. Warte mal, Waschbecken. Ist es nicht genau das? Wäscht. Oh mein Gott, Basti, halt dich fest. Wäscht. 4 Teller auf einmal ab, Junge. Holy shit. Ich bin im Himmel. Digga, was? Das ist übelst krass. Okay, warte. Bro, wollen wir riskieren und noch eins upgraden? Ich würde das Waschbecken erstmal full upgraden. Tresen kriegen wir eh jede Runde immer wieder. Dylan, danke dir. Ja, genau? Hast schon recht. Meinetwegen können wir weitermachen. Dann let's go. So, ich will einmal das Telefon, Basti. Und wird dann einmal hier das annehmen. Wir brauchen zweimal mit Tomate. So, bevor ich den nächsten annehme, Bro, gehe ich mal hier kurz upgraden, dass ich es nicht vergesse. Oh, manche sagen, dass wir den neuen Forschungstisch dafür brauchen. Für was? Für das OP-Waschbecken. Oh, das kann sein, ja. Ich würde sagen, dann nehmen wir erstmal das gute, aber nicht ultra krasse Waschbecken, um dann später das OP-Waschbecken zu holen. Checkst du? Ja, verstehe. Ey, das sind unsere letzten Kunden schon, Basti. Brauchst nichts mehr abspielen, der Rest passiert automatisch. Geil. Okay, oh. Was haben wir jetzt? Wir müssen jetzt entscheiden, ob wir entweder ein preiswertes Restaurant werden, dann wollen die aber schneller bedient werden, oder, ich könnte mir vorstellen, dann kriegen wir aber auch mehr Kunden. Ja. Oder wir sind ein formelles. Aber was sind die Vorteile? Lass einfach für rechts gehen und formell machen. Dann müssen wir aber mindestens viel wischen. Ja, das kann sein. Aber dafür sind die Leute auch, benehmen sich halt auch mehr, ne? Das ist halt geil. Safe. Und lassen sich auch mehr Zeit. Lass auf jeden Fall rechts. Ich möchte auch so eine Kundschaft haben. Ja, wir wollen nicht so eine McDonalds-Kundschaft, das ist Quatsch. Oh Gott. Oh mein Gott, geil. Okay, jetzt haben wir richtig viel Upgrade. Alter, Basti. Geschirrspüler. Du musst den nur einmal aktivieren, dann wäscht der 4 Teller auf einmal, Bro. Ja, das ist doch, also das ist nicht mehr. Das ist es, oder? Das kaufen wir. Oder nochmal upgraden für eine Runde. Nee, lass jetzt Geschirrspüler. Wir müssen jetzt wirklich mal den Luxus genießen. Digga, wir können auch nochmal upgraden. Lass noch ein einziges Upgrade machen. Boah, wir sollten auf jeden Fall auch Pflanzen kaufen für noch mehr Geduld, weil jetzt wollen die Leute alle so schnell essen, weißt du? Okay, Basti, dann hier. Deine neue Waschmaschine. Boah, Digga, krank. Wo machen wir den hin? Ich würde den dann mit dem hier einfach switchen, oder? Und dann die Spüle mache ich hier hin. Ich möchte jetzt weiter spielen. Let's go. Hast du Tresen drin? Also Tresen wird jetzt geupgradet. Oh nein, hab ich nicht. Mein Bad vergessen zu machen. Egal, müssen wir nächste Runde machen. So, alright. Wir brauchen einmal mit und einmal ohne. Ich habe schon einmal das Telefon geringt, das heißt, vielleicht kommen ein paar mehr Leute. Super. Okay, wir haben zwei einzelne.
Mit Salat einmal und einmal ohne. Den ohne bitte nicht schon mal. Oh, sorry. So, boah, Junge, boah, zieht euch jetzt die Geschirrspüler rein, Chef. Digga, ich kann da jetzt einfach alles reinstapeln und Basti muss den gleich nur einmal anmachen. Digga, wie geil, Alter. Ich mach den einfach bei 3 schon mal an, ja? Yo. Boah, ist das geil, Digga. Oha, der braucht aber übel lange auch. Ah, nee, never mind, das ist das Telefon hier. Oha, der ist jetzt schon fertig? Alter, krank. Das ist halt wirklich krass. Alter, das ist übelst geil. Ich hab noch mehr Gäste geholt, Basti. Ja, das habe ich gehört. Sollen wir mit, bitte einmal nochmal mitmachen? Also mit Tomate, ne? Boah, ich muss die unbedingt sauber machen gleich. Hier richtig langsam. Sieht aus wie ein Schweinestall. Schnell mit Tomate bitte noch einmal. Ah, ne, Moment, haben schon, sorry. Einmal mit, einmal ohne. Ja, passt, geil. Digga, ich mach nicht sauber, ich laufe einfach den Umweg. Ist ein bisschen wie IRL quasi. Mhm. Du musst dir mal die Teller gleich aus dem Ding nehmen, Bro. Ey, wir haben es geschafft. Das war der Tag, was sie. Junge. Oh. Easy, Digga. Ah, gar kein Problem, Tor. Alter, war gar kein Problem der Tag. Heilige Scheiße. Bro, der Geschirrspüler ist Game Changer. Ja, Mann, Alter, der ändert unser Leben einfach. Oh, okay. Oh. Apfelsalat. Trinkgeldkultur. Trinkgeld! Ja, links. Gar nicht lesen. Links. Digga, Trinkgeld, let's go. Ja, rein damit. Oh. Siehst du eigentlich, wie viel ich hier mal schon. Oh, mehr Geduld ist auch mehr Trinkgeld, schreibt Chat gerade. Guck mal, siehst ist du eigentlich, so? Ist wie so? Ich am Ackern bin direkt, ne? Zweimal mit, bitte. Noch einmal mitmachen, bitte. Mit was? Der Tresen? Ich bin gespannt, was das Tresen-Upgrade macht. Also, weil ich muss halt. Es bietet sich halt hier mal wieder an, sehr viel schon vorzubereiten, weißt du? Ja. Bin ehrlich gespannt, was das bringen wird. Junge, oha, noch nie hat jemand schneller seinen Salat bekommen. Heilige Scheiße. Digga, der wird einfach geprefired mit seinem Essen. Ruf an. Okay, mach ich. Das ist der Basti, den ich will, Basti. Ja, wir sind Power. Ey, noch nicht am Machen. Oh. Ja, ja, heul nicht rum. mach einen in die Spiele, Bro. Normalen, bitte. Bro, ich schneide so viel Salat. Einmal Tomate, aber haben wir schon, ne? Ja. Soll ich nochmal anrufen? Albert, das ist der letzte Gast. Easy, muss dir gar keinen Scheiß machen. Wir haben's geschafft, Basti, der Tag ist vorbei. Digga, wir schaffen das gerade wirklich super easy. Ja, ne? Super entspannt. Mal viel weiter schaffen. Muss man überlegen, beim letzten Mal haben wir hier langsam gestruggelt. Wir können gleich jemanden einstellen, der nur am Telefon sitzt und dauerhaft anruft. Geil. Was ist Spielerzahlbonus? Was heißt das? Ist das Trinkgeld? Ich hol mir jetzt hier noch einen Tresen. Du kannst mir jetzt das nicht wegnehmen. Dann machen wir und dann let's go. Guck mal, wie viel Platz ich jetzt hier hab. Ich ruf mal direkt erstmal ein paar Leute an. Einmal mit, einmal ohne, bitte. Lass mal den Geschirrspüler erst auf 4 hochstacken. Ja, machen wir. Oh, Junge, ey, Mann, die haben so ordentlich einen hingepisst. Einmal mit, einmal ohne. Okay, schön. Oh, Junge, wir sind so Tech-Team, ne? Ey, wir brauchen unbedingt was zum sauber machen, ne? Das braucht so lange hier, das alles sauber zu machen. Ich kann das nicht machen. Einmal mit, einmal ohne. Ich mache einfach nicht sauber, ne? Ich lasse einfach die Scheiße dreckig. Ja, wir müssen da. Das ist ein anderes Problem. Hier, du kriegst kurz den Gamm liegen, dann kann der andere schon mal reinkommen. Mehr schneiden! So. Was, ich muss hier das einmal hier hinlegen. Du müsstest gleich mal den Geschirrspüler aufräumen. Und du musst mal hier einen Salat wegnehmen. Irgendwie kann ich da gerade rechts nicht hinstellen. Ich weiß nicht. Okay, wir haben einmal, zweimal mit. Oh mein Gott, ich bin so super stark. Ich muss das hier kurz einmal sauber machen. Du stehst einfach in der Pisse.
Die Piste slowt so krass, Digga. Das ist so heftig. Schön. Einmal mit. Und zweimal nochmal mit. So, du musst jetzt ein bisschen grinden, Bro. Nice, das sind die letzten heute. Wir haben's. Du kannst vorproduzieren, mach mal einfach hab Salat. Ich hab nebenbei schon vorproduziert. Alter, oha, ich sehe, da ist ein fertiger Salat oben drin. Du kannst mehr da reinmachen, mach noch mehr rein. Man kann nicht... Ah, nee, okay, nee, nur ein Plate, okay. Aber geil, da haben wir einen Salat für morgen schon fertig produziert. Geil, Digga. Hallihallo. Oh, Digga, was ist denn hier los? Guck mal hier, den Salat haben sie gerade noch gegessen, den hau ich jetzt in die Tonne. Okay, schön, schön, schön. Lass einen normalen Esstisch kaufen, Basti. Ich habe schon Tresen wieder gekauft. Basti braucht mehr Schnittfläche. Anzeigeständer. Lege ich hier ein Gericht hin, damit Gäste es eher bestellen. Da können wir halt dann nur grünen Salat hinmachen und dann ist es halt einfacher für dich, das zu machen. Klingt krass, um ehrlich zu sein. Und es ist echt teuer. Ich habe das Gefühl, das ist gut. Kaufen. Ja? Ja, ich bin der Salatmeister. Ist aber ein huge Invest. Ja, aber damit können wir noch mehr Runden überleben. Ja, ist okay, ne? Sollten wir nehmen. Guck mal, was ich dann hier an Salat schneiden werde. Okay, dann musst du mir gleich einen Salat, ich mach das hier hin und dann musst du mir gleich einen Salat schnippeln und dann machen wir den hier hin, ja? Checkst du? Ja. Okay, dann fangen wir an, let's go. Dann hau ich den einen Salat hier raus im Müll. Nein, 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 warum? Die bestellen das trotzdem noch. Aber halt seltener. Boah, das hat funktioniert direkt, die wollen jetzt nur noch das haben. Ja, das ist ja beliebt. Digga, einfach nur, imagine, einfach, du gehst in so ein Restaurant und bestellst einfach nur Grünsalat. Einmal rot, einmal grün. Willst du mir einmal den fertigen geben? Hier, schön von gestern, die Bröttflöre, Alter. Viel Spaß. Kannst du mal die Kunden bedienen, Digga? Ich mach mal hier kurz. Ach, mit der Digga, Karte, ja, nimm die Klobis, ich red mit den Kunden. Hallo! Digga, jetzt wollen die Tomaten! Nein, ich gehe hin und jetzt wollen die auf einmal Tomaten haben! Lass sie nicht alles annehmen, nicht alles annehmen, das ist dumm. Dann musst du schneller fertig sein, checks. Ach, danke für den Tipp. Ja, du hast ihn ja gerade nicht gewusst. Bro, vielleicht weil ich beide Jobs auf einmal machen muss. Mit Tomaten, gib mir die Tomaten. Ja, dann nimmst du dir doch Silber. Ja. Oha, wir haben Ansturm draußen. Mach hier den Geschirrspüler an. Räum den aus, Junge. Basti, mach das, Basti, mach das, Basti, mach alles. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Digga, stell mir das nicht. Räum den Geschirrspüler doch mal aus jetzt. Und mach mal hier die Dinger weg. Mach mal den in die Spüle hier. Den ganz rechts in die Spüle. Oder das? Ja, ja, das ist noch besser. Digga, stell mir die Zeit! Scheiße, ja! Mach doch was! Ja. Mach an. Ja, wir haben verkackt. Sauber. Hör auf! Fress heißt das. Oh, Scheiße! My bad. Weil du die scheiß Klobürste genommen hast! Ja, das scheiß Telefon hat uns das Genick gebrochen. Ihr ist geil. Ja, sehr geil. Scheiß Telefon. Nie wieder das dumme Telefon.